Ein Tag mit dem André Raghetli. Heute ist die 50 von 30 Sachen, die ich mache, die ich noch nie gemacht habe. Und das mache ich heute garantiert nicht. Dafür haben wir den ganzen Tag André begleitet, um zu sehen, wie sein Leben als Spitzensportler aussieht. Wir haben jetzt 5:43 und jetzt geht es richtig flüss. Bella. Alles klar. Ciao, morgen sind wir gerade auf der Bus Richtung Bergstation. Schönen Tag. Merci, dir passt. Ciao, ciao. Heute hat er eigentlich noch Weihnachtsferien. Es ist halt, du bist Einzelsport und bist schlussendlich überall im Einzelsport. Ein bisschen dein eigener Chef. Mir niemand da, hey, bist heute gefahren und hast das gemacht. Dann anlegen, yeah. Aufwärmen und los geht's. An einem Trainingstag macht er bis zu 60 bis 70 Sprünge. Das ist mein Rekord, glaube ich, um die 89 Läufe am Tag. Ja, aber dann bist du wirklich ein Stück kaputt. Nachher sind wir dann kurz Mittagessen. Hey, guten. Ja, guten. Dann wieder aufwärmen und die zweite Session. Wo ich ihm dann mal zeigt, was ich so drauf habe. So ist gut, laufen lassen. Dann sind wir wieder zurück und dann war der Tag nicht etwa fertig, sondern dann haben wir noch eine halbe Stunde seine Stabi- und Kräftigungsroutine durchgemacht.